Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Roadrunner und Daily Shop News and Combo Masteries. Ja, wir schauen als allererstes mal hier in Mamas altmoschigane Schatulle rein. Da haben wir hier den Mythic Dr. Zoidberg. Wobei ich halt von dieser Geheimnisschatulle nicht viel halte. Dann haben wir noch die Burobu Tirebox. 17 Stunden ist sie noch da. Meine persönliche Meinung dazu kennt ihr bereits. Bin sie so der Mega-Fan davon. Allerdings kann man mit 700 Gems etwas mehr rausholen aus einem normalen Sonderangebot bei einer Box. Dann haben wir das Mythic Peter Pack. Mythic Peter natürlich mega geil. Brian Statues, okay, ist eine Defensive. Pre-Combo Ghost Boy, Mr. Twilly. Und dann haben wir hier den Showstopper, die Francine Smith. Das versaut einem eigentlich dieses Pack, aber gut. Dann haben wir hier die neue Screen Repairer Box mit dem Screen Repairer. Das ist halt auch wieder eine relativ defensive Combo. Dann schauen wir mal hier rein in Groff. In die Groff Community, in das Groff Community College. Da haben wir Mr. Deliver, Diorama Gene, High School Bill, Cadet Hill und so. Das sind natürlich schon gleich am Anfang mega geile Kombos, ne? Wenn wir hier weiterschauen, dann haben wir hier Obedient School Brian, dann haben wir Mathy Cathy und so weiter und so fort. Hier sind der CIA Student war hier zwischendrin. Auf jeden Fall. Homec Teacher, Scheinprozess, Louise, also Children's Author, Mega oh, Bending School Grad, da sind auf jeden Fall hammergeile Kombos dabei. Hier haben wir eine McGriffin. Die ist nicht so gut, aber auch nicht so schlecht, jetzt sage ich mal, wie die Francine. Und daneben dran haben wir den Steve Smith, der natürlich auch ziemlich cool ist. Also, insgesamt gesehen kann man sagen, ist diese Box hier schon gar nicht mal so schlecht. Wer 800 Gems noch frei hat, der kann sich überlegen, ob er da dieses Sonderangebot unten holt. Da kriegt er dann nämlich drei Karten raus, drei Pulls. Und mit etwas Glück sind da ein paar Legendäre dazwischen. So, dann gehen wir in die Meisterschaft rein und schauen wir uns mal die Daily Combo Masteries von heute an. Das ist der zuallererst einmal der Rough Night Stand. Und der Rough Night Stand ist folgendes. Gucken wir mal hier rein. Der ist natürlich. Oh, jetzt muss ich das Ganze wieder ein bisschen verschieben. So. Rough Night Stand mit Punch und mit einer Bombe. Und hier in dieser Mythic-Version natürlich schon gar nicht mal so schlecht. Hier hast du gleich im Anfang 43 Schaden. Hier hast du sogar 48 Schaden mit Jelly Bean Schnaps. Hier auch 48 mit Party in the Beer Tank. Also das Ding, das knallt schon ganz gut. Kann man sich echt überlegen, je nachdem, wie man spielt, welche Kombos man noch im Deck hat, ob man da sich das Ding holt für 500 Gems. Ich würde es, wie gesagt, nicht machen, weil dazu da hole ich mir dann lieber neue Legis. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, okay, 48 Schaden, 10% drauf, dann bin ich bei 53 Schaden im ersten Schlag und damit, wie gesagt, kriegst du auch die Mythic Louise in der normalen Version erstmal platt und eben schon das meiste, was da auf dem Feld ist, also machst du wirklich einen First Hitter da draus. So, hier haben wir den Bondage Klaus und der Bondage Klaus ist, ja, ist jetzt nicht so die Oberbringer-Kombo. Da haben wir einmal hier eine Bombe und das war's. Ist halt eine Klaus-Kombo. Ne, hier, 11er Bombe. Ja, da brauche ich auch jetzt nicht extra zu maxen, wenn da nur eine Bombe ist. Komm, wir machen es jetzt mal zu Klaus Ehren. Aber für 500 Gems, nee, komm, brauchen wir uns nicht anzugucken. 500 Gems, das Ding lohnt sich nicht. Also dafür 500 Gems auszugeben, das wäre ein Witz. Hier haben wir den Bob Jean. Und der Bob Jean ist eine Kombo, die schon unter Umständen sehr hilfreich sein kann. Ich werde das Ganze jetzt mal maxen und dann gucken wir mal. Eugene Belcher, hier haben wir nämlich eine tolle Funktion, Cripple All und Gas. Und schauen wir mal nach der stärksten, hier hätten wir 12, also mit dem Witch-Kostüm und mit dem Book of Spells jeweils 12
Fach Cripple All und 17 Gas und 24 Angriff und 65 Leben. Und 12-fach Cripple All ist schon gar nicht mal so wenig. Damit kann man schon ganz gut was anfangen. Sollte der Gegner eben mal mehr Karten ausgespielt haben, als man selbst, dann kann man unter Umständen mit dem Cripple All nochmal zurück ins Match finden. Wenn man da überall 12 Angriffspunkte runterzieht, dann ja, ist das durchaus mal möglich. Also Bob Jean ist schon eine uralte Combo. Gab es damals als blaue Pre-Combo auch. Und als noch die Challenges Epic Pre-Combos abgeworfen haben. Also ist schon relativ lange jetzt her. Ist ein Oldie, but Goldie. Aber da würde ich jetzt 1000 Steine reinstecken, ob der jetzt 12-fach Cripple All macht oder 13-fach Cripple All. Also ich denke, das macht jetzt nicht wirklich viel Unterschied. Das Einzige, wo eventuell Sinn macht daran, ist, dass der mehr Leben hat und dadurch länger eben diesen Effekt spielt. Aber ich würde jetzt... Ah, nee. 64 Leben sind, oder 65 Leben sind auch so schon relativ viel. 70 Leben, also entweder du hast eine gegnerische Karte, die da sehr viel Schaden verursacht und der ist ziemlich schnell down, oder du hast das eben nicht und dann lebt er mit dem 12-fach Cripple sowieso relativ lange, also macht wenig Sinn, jetzt hier die 1000 Steine reinzustecken. Als allerletzte haben wir die Flying Dream Sequence. Und die Flying Dream Sequence ist das, was wir vorhin angesprochen haben, eine Francine mit Flugkarten. Und dann kommt, ja, bestes ist hier Planet Express Schiff. Dann kommt da irgendwas raus mit Schild und mit Cheers. Und das ist nicht wirklich prickelnd. Also, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder an, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, gleich schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.